I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch heute mit einem neuen Video, mit einem neuen Advanced Warfare Gameplay im Hintergrund. Darauf werde ich gleich zurückkommen. Von mir kam jetzt, glaube ich, eine Woche lang kein Commentary. Ich hatte zwei Montagen hochgeladen und ich glaube noch irgendein Video, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ganz einfach aus dem Grund. Einmal, zu dem hatte ich keine Zeit, aber größtenteils dann, wenn ich Zeit hatte, ja, muss ich ehrlich sagen, hatte ich keine Lust, ein Video zu machen, und ich habe das ja schon mal gesagt, wenn ich keinen Bock habe, ein Video zu machen, mache ich auch keins. Deswegen, ja, hatte ich keinen Bock, habe lieber da zwei Montagen gemacht, was ich gar nicht mal so schlecht fand. Und, jetzt heute habe ich mir dann mal gedacht, jetzt heute ist Sonntag, jetzt 9:30 und am Montag wird das Video dann wahrscheinlich oben sein. Und, ja, deswegen, ich hatte einfach nur keinen Bock, jetzt Videos zu machen. Deswegen, Gameplays habe ich genug, da werde ich jetzt auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, was ihr im Hintergrund sehen werdet, ist ein 67-Kill-Gameplay mit 8700 Points. Was war denn das für ein Modus? Ah, das Gameplay wird noch vorbereitet. Ich weiß weder welche Map noch welcher Modus. Ich habe keine Ahnung. 8700 Punkte. Auf jeden Fall schon nicht schlecht, würde ich sagen. Und mit dem Account Destiny, also nicht mit dem Reverse Boost Account. Also das würde ich jetzt mal behaupten, ist so, ja, guckt sich keinen Schwanz an, ist aber, wenn man so will, natürlich mit dem normalen Account, der spielt. Bei dem Account habe ich schon 1,3er KD oder was weiß ich, also wirklich, das ist mein normaler Account, mit dem ich normal spiele. 1,3er KD und ja, das da, ich glaube, am Double-AP-Wochenende habe ich damit gespielt, um zu leveln. Deswegen ist doch gar nicht so schlecht, das Gameplay. Aber ich habe auch noch jede Menge andere Gameplays mit dem Reverse-Boost-Account erspielt. Paar 80-Plus-Gameplays, 70-Plus, paar DNAs, paar Gunstreaks, paar Killstreaks und Nukleas, alles mögliche. Deswegen, wenn ihr das sehen wollt, kann ich das auch hochladen. Aber mir ist aufgefallen, jetzt seitdem ich die, also ich weiß gar nicht, wie viele Gameplays ich jetzt hochgeladen hatte mit Reverse-Boost-Account. Aber ich glaube, ich habe seit jetzt Advanced Warfare Release, ich meine, es könnte auch daran liegen, dass ich ein wenig inaktiv war. Aber ich habe jetzt, glaube ich, seit Advanced Warfare Release, glaube ich, 30 D-Abos bekommen oder so. Und deswegen habe ich mir auch eine kleine Sache ausgedacht, worauf ich jetzt zurückkomme. Und zwar, ja, ich weiß auch nicht, Advanced Warfare ist meiner Meinung nach bis jetzt so mit MW2 eigentlich das beste COD, bockt übel und so. Aber ich weiß auch nicht, ich habe ja den Noob Lobby Glitch auch gemacht und es bockt auch schon, wenn man natürlich so zerstören kann wie in MW2. Ja, aber ich weiß auch nicht, irgendwie, jeder reißt halt so die überkranken Sachen und ich weiß auch nicht, man kommt halt gar nicht mit. Ich meine, ich spiele so selten und wenn ich dann mal wieder spiele und ja, ich habe es ja jetzt schon 100 Mal, glaube ich, erwähnt gehabt, aber ja, keine Ahnung, wenn ich das schon sehe, Double DNA und so. Ich meine, wie gesagt, das Spiel bockt auch, aber ich weiß auch nicht, es ist halt einfach irgendwie nicht dasselbe wie MW2 und deswegen, wir quickscopen jetzt fast jeden Tag ein MW2 privates Spiel und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, so ja, ich weiß auch nicht, ich war... Bin vielleicht jetzt nicht unbedingt der Beste, aber auch nicht der Schlechteste in Advanced Warfare. Aber wenn man so will, ist ja eigentlich mein Lieblings-COD, in dem ich am besten bin, ja eigentlich MW2. Und es macht mir auch wirklich bis jetzt immer noch am meisten Spaß zu spielen. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, Achtung, Trommelwirbel, ein Road to Commander erneut zu machen in MW2. Aber diesmal, also ich will ja selbst nicht pushen mit meinen eigenen Videos, aber... Laut meinen Abonnenten war mein Road to Command in MW2 damals legendär. Trotz einiger verlorenen Aufnahmen und Schwachsinn, was ich ja damals noch mit der HDPVR aufgenommen habe. Ich nehme zwar jetzt mit Elgato auf, aber die ist auch nicht 100% zuverlässig. Deswegen jetzt nehme ich mit Elgato auf und der liebe Nerif, mit dem ich zurzeit viel zock. Der hat mir auch gezeigt, wie man aufnehmen kann, dass man alle in der Party hört. Habe das jetzt schon öfter gemacht. Also deswegen, das würde dann sogar noch besser werden als das letzte Road to Commander. Jetzt ist halt nur die Frage, ich hätte schon Bock darauf, aber es ist wirklich sehr anstrengend. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen, hat schon echt gebockt. Ich habe zwar nur auf die Fresse bekommen und habe da, glaube ich, jetzt nur eine 1,2er KD oder so. Deswegen fast nur noch Noob-Tuber. Ich würde sogar schon sagen, fast schlimmer als vor dem Advanced Warfare Release. Schon extrem, ja, wie soll ich sagen, ich gebe zwar schon mein Bestes, aber jetzt wirklich was Krasses habe ich bis jetzt nicht gerissen. Aber ich nehme halt jetzt trotzdem mal ein paar weitere Folgen auf. Deswegen, wenn ihr wirklich darauf Lust habt, ich habe eigentlich erst vorgehabt, das später irgendwann anzukündigen. Und wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es in die Kommentare. Deswegen, die ganzen alten Leute werden auch wieder dabei sein. EA Extremes, DX Genetik
Oder ja, die alten Leute halt, ihr wisst schon, wen ich meine. Also deswegen, es wird schon bestimmt wieder verfickt lustig werden. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Und ja, keine Ahnung, ich habe mir vorgenommen, weil ich habe jetzt noch so einen Standard-Game-Attack, den ich natürlich jetzt nicht sagen werde. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich 30 Folgen aufgenommen habe, dann lade ich die erste hoch und benenne mich um, dass mich halt niemand abfacken kann. Da habe ich mich keinen Bock drauf. Und jo. Somit war's das nämlich. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt auf so ein Road-Comment, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, jetzt komme ich noch zum letzten Thema, was ich hier im Video noch ansagen wollte. Und zwar habe ich mit einem ehemaligen Member vom Ruin-Clan, mit dem Vegas, so heißt er, haben wir zusammen so ein kleines Team aufgemacht. Wir werden da Montagen hochladen und Gameplays. Wir sind jetzt, ja, so 5 bis 10 Leute oder so, haben schon die einen oder anderen Kommentatoren. Wir haben einen Editor, den Envy, der mir meine Montage gemacht hat. Der wird auch ab und zu mal für uns da so eine Montage machen. Ja, wir haben schon Designer und ein paar Gameplay-Spieler. Und ja, deswegen, wir suchen aber immer noch ein paar Leute und ja, weil wir beide recht viel zu tun haben, der Vegas und ich, und wir jetzt auch gar nicht so wirklich mit Gameplays prahlen wollen, sondern einfach nur so ein kleines Team starten mit korrekten Leuten und so. Vielleicht mit, wie gesagt, paar Gameplays und Montagen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, nicht unbedingt Daily Uploads zu starten, sondern so alle 3 Tage mal ein Gameplay, mal ab und zu eine Montage, so einmal im Monat so eine Clan-Montage oder so. Und ja, deswegen, wir suchen aber noch ein paar Leute, wir suchen Kommentatoren, wir suchen Gameplay-Spiele und vielleicht sogar auch noch, ja, die ein oder anderen Designer oder Intro-Ersteller, was weiß denn ich. Deswegen, wenn ihr das Zeug dazu habt, uns vielleicht irgendwie zu helfen, als Kommentator oder als Gameplay-Spiele oder als Clip-Spiele für Montagen, suchen wir natürlich auch. Ja, dann schreibt einfach mich direkt an, hier auf YouTube über das Postfach. Und ja, deswegen, wenn ihr irgendwie Gameplays oder so am Start habt, um das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu pushen oder Clips für Montagen oder so, ja, dann schickt mir das Ganze einfach zu. Und der Ruin Vegas und ich, wir entscheiden dann natürlich, ja, gemeinsam, wer in den Clan kommt und wer nicht. Wir haben auch eine kleine WhatsApp-Gruppe, haben wir auch am Start. Aber was natürlich nicht nur der einzige Faktor ist, um in den Clan zu kommen, sind nicht nur die Gameplays, sondern auch, dass man halt korrekt drauf ist, dass mir miteinander klarkommt. Und deswegen, wenn ihr da jemanden kennt oder ihr selbst so drauf seid und Gameplays oder Clips am Start habt oder sonst irgendetwas, wie gesagt, schreibt mich einfach an, YouTube direkt. Und ja, somit war es das. Das Team heißt Team Raiders, ich glaube, das werde ich auch nochmal verlinken, deswegen, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da habe ich heute, jetzt am Sonntag, habe ich eine Montage da hochgeladen und selbst auch ein Gameplay oder so, was ich auf meinem Kanal noch gar nicht gezeigt hatte. Deswegen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal da vorbeischauen oder wie gesagt, schreibt mal eine Nachricht. Und ja, je nachdem, wie ich das Gameplay schneiden werde, wird es jetzt vielleicht noch kurz gehen oder ist vielleicht sogar auch schon zu Ende. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, haut rein, bis demnächst. Servus. I'm loaded. Full shots in and I'm loaded. I'm loaded. I'm loaded.